Things are not the same as they were a year ago. All be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say. Gebt doch einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Danke. Ja, moin. Jetzt hier mal nicht von der Cerberus, sondern aus dem Krankenbett. Ich bin im Krankenhaus, bin dumm gefallen, hab mir die Ferse zertrümmert. Ja, jetzt dick Fuß, jetzt ist er zu dick, jetzt können sie noch nicht operieren. Jetzt muss ich warten, bin 3 Tage schon hier. Und ja, so ist das nun mal. Aber nichtsdestotrotz, freitags kommt ein Video von mir. Hallo? Und bis dahin gibt es da neue Videos. Wollen wir mal schauen. Aber weiter nach dem Intro. Ja, hallo Leute. Ich begrüße euch mal hier aus dem Winterlager von der Segeljacht Cerberus. Ja, das sind so Sachen, die auch gemacht werden müssen, alle 2 Jahre. Ich bin jetzt dabei und schleife jetzt das Unterwasserschiff. Mal sehen, wie weit ich komme, was ich heute alles so schaffe. Und dann bereite ich das soweit vor, klebe das ab, damit wir an die Fouling streichen können. Dazu später aber mehr. Aber nun viel Spaß bei dem arbeitsreichen Video. Nicht, dass ihr denkt, meinen Fuß habe ich mir hier bei der Arbeit gebrochen. Nein, das stimmt nicht. Das ist zu Hause privat passiert, die Dummheit. Ja, ich zeige euch das mal, was ich schon gemacht habe. Ist natürlich wieder sehr, sehr mühselig, aber es ist schon ganz schön angeschliffen. Wenn man diese Maschine immer über Kopf hält, dann ist das schon sehr anspruchsvoll. Ja. Ja Leute, so vergeht der Winter bei uns Seglern oder Wassersportlern. Heute ist Sonntag der 12. und ich zeige euch mal, was ich so gemacht habe. So. Ja. Das Unterwasserschiff ist geschliffen. So, wie ihr sehen könnt, viel Arbeit, hier nochmal der Zähldrive-Antrieb. Ja, und das Rote, was man sieht, das ist die erste Schicht Anti-Fouling. Und das Weiße, was so durchscheint,
was man, das hier, was man hier so sieht, das ist VCT. Da sind wir zu tief. Da ist also das Rote auch schon weg. Ja, hier der Kiel nochmal. Ja, jetzt wird das Ganze geprimert, aber nicht alles, sondern nur die Stellen, die weiß sind, die werden geprimert. Alles andere nicht. Ja, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Das ist jetzt hier die Backbordseite. Ja, auch geschliffen. Auch hier haben wir Stellen natürlich. Hier zum Beispiel, da kommen, weiß nicht, ob das nur weggeschliffen ist oder ob das nicht so gut gehalten hat an den Stellen hier, wo das Weiße durchkommt. Na, hier ist auch noch eine größere Stelle. Die sind jetzt gut angeschliffen worden. Das ist VCT. Der ganze Rumpf ist ja mit 7 Schichten VCT versiegelt, bevor überhaupt, also abgedichtet gegen Wasser, bevor überhaupt die erste Schicht in Rot Anti-Fouling drauf ist. Nee, stimmt nicht. Die erste Schicht ist blau, die zweite rot und die dritte ist wieder blau. So ist es richtig. Unter dem Rot kommt nochmal blau. Ne? So, und wir verwenden hier wieder das gleiche wie im letzten Jahr auch. Vom Anti-Fouling C-Jet, und ich hatte das erste Mal C-Jet 039. Das hat hervorragend gegen Algen funktioniert, im Süß-, also im Brackwasser und natürlich auch im Salzwasser. Das C-Jet 039 ist aber nicht mehr zu bekommen und ich werde jetzt umschwenken auf C-Jet 031. Das ist auch für Süß-, Salz- und Brackwasser geeignet. Und das werde ich dieses Mal nehmen. So sieht das jetzt aus, das Schiff. Wir haben jetzt Dienstag. Heute ist ja Valentinstag. Und wie ihr seht... Nee, ich habe meiner Bootsledi ein Geschenk gemacht. Wie ihr seht... Ist die scheckig geworden, die gute Cerberus. So, zeige ich euch nochmal den Kiel. Also, alles, was wir hier runtergeschliffen haben und wo das Anti-Fouling runter war, muss ja wieder mit einem Primer versorgt werden, damit später der Anti-Fouling-Anstrich auch hält. Ja. Heute ist Dienstag, der 14. Februar. So sieht die Cerberus jetzt aus. Wir haben, oder ich mache das ja immer alleine, und ich habe sie jetzt vorbereitet, so wie sie ist. Für den Unterwasseranstrich. Heute ist ein wunderbarer Tag, Sonntag, schön warm. Und da konnte man das erledigen. Jetzt warte ich drauf auf die nächsten schönen Tage und dann werde ich die erste Schicht an die Fouling drauf rollen. Aber das ist ja immer das Problem. Man muss ja innerhalb 48 Stunden müssen wir ja die zweite und dritte Schicht an die Fouling drauf kriegen. Deswegen muss man das sorgfältig aussuchen, das Wetterfenster, dass das dann etwa passt. So, hier haben wir den Antrieb, haben wir auch schon vorbereitet, auch schon mit Primocon. Wer es wissen möchte, dieses silberne ist Primocon. No. Ja. Und wer Lust hat, freitags kommt ja immer ein neues Video von YouTube. Oder auf YouTube, Sailing Cerberus. Abonniert doch den Kanal, drückt einfach die Glocke. Ja, dann seid ihr immer dran. Kriegt ihr immer Benachrichtigungen, wenn es ein neues Video gibt. Aber normal, jeden Freitag, Sailing Cerberus auf YouTube. Sailing Cerberus sagt nun Goodbye, auf Wiedersehen. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Sailing Cerberus. Und ich melde mich, wie es dann weitergeht nach der OP von meinem Fuß.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's